Dazu muss man zuerst sagen, dass Peter Brückner nach den Gesetzen der Nazis, also den Nürnberger Rassegesetzen, ja als Halbjude galt. Seine Mutter war Jüdin und insofern war er eigentlich ein klassisches Opfer, aber das war damals eben nicht bekannt. Das war ihm selbst auch nicht bekannt und er hat es auch fast die gesamte Zeit entsprechend verheimlichen können. Aber dieses und natürlich die Familiengeschichte, die eine relativ wirre, will ich mal so formulieren, gewesen ist, hat dazu geführt, dass schon dieser Junge, Peter Brückner, also Jahrgang 22, da war er ja wirklich noch ein Kind, hat dazu geführt, dass er eben eine sehr krumme Geschichte auch im Nazifaschismus gespielt hat und eigentlich sich so ein bisschen als junger Außenseiter eben auch in vielen Ecken rumgemogelt hat und eben dem Zugriff des Regimes sich auch entziehen konnte. Und das meint das, worauf er dann später auch hinzielt. Er hat dann diesen Begriff geprägt, dass eigentlich in allen Herrschaftsformen, selbst in der faschistischen Herrschaftsform, immer Orte sind sozusagen, die frei sind von Macht. Also es gibt immer auch dort Ecken, soziale Ecken, gesellschaftliche Ecken, in denen sich Leute, die wie er eben rausfallen, sozusagen überleben können und zu einem gewissen Teil halt überleben können. Und er gehört zu denen. Er ist ja nicht der Einzige. Es gibt viele Leute, sowohl jüdischer Abstimmung, aber auch politische Oppositionelle, die eben durchaus im Faschismus überleben konnten, mehr oder weniger mit einer gewissen Ehre oder wie man das nennen möchte. Und darauf spielt er an, dass er eben es geschafft hat, als junger Mann eben doch dort zu überleben, zuerst in entsprechenden Erziehungsanstalten und dann natürlich als junger Mann eben auch als Wehrmacht. Er ist dann 42, 43 als Wehrmachtsoffizier, junger Wehrmachtsoffizier nach Wien gekommen. Dort war immer nicht klar, was er eigentlich für einen Familien-Background hat. Und so konnte er quasi als jemand, der diesem Regime ausgesprochen kritisch und distanziert gegenüberstand, durchaus eben entsprechend überleben. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Peter Brückner dann Sozialpsychologe geworden. Welche Wege haben ihn denn dahin geführt? Was hat ihn dazu gebracht, ja, an der Akademie tätig zu werden und ja, sich der Psychologie zuzuwenden? Ja, das ist traditionellerweise gar nicht so bekannt gewesen, weil wie der Weg dorthin gewesen ist. Aber das hat jetzt sein Sohn, der Simon Brückner, in einem sehr hervorragenden Dokumentarfilm vor ein paar Jahren aufgearbeitet. Das Besondere ist, dass Peter Brückner sozusagen nach dem Krieg, am Ende des Krieges, hat er mit Antifaschisten und Kommunisten sozusagen ein Stück weit im Widerstand auch gelebt. Und dieser junge, damals Mitte 20-jährige Brückner ist 1945 wieder zurück nach Zwickau, wo er ursprünglich herkam, gegangen und ist in die KPD eingetreten und hat dort versucht, sozusagen in der DDR den deutschen Sozialismus mit aufzubauen und ist aber nach einigen Jahren ganz schwer enttäuscht worden als junger Mann und ist dann in den Westen gegangen und hat hier sich neu orientiert und als jemand, der offensichtlich früh schon eine sehr soziale Ader hat, hat er halt dann angefangen, dann sich auszubilden als Sozialpädagoge. Und als Sozialpädagoge Mitte der 50er Jahre hat er nicht nur dann zusammen mit seiner Frau Erziehungsberatung gemacht, was damals durchaus pionierhaft war, sondern ist dann eben auch hat ein Institut gegründet und hat dann eben seine Kenntnisse auch für Marktforschung und solche Sachen, also der aufkommenden Werbeindustrie, gemacht. Also er hat sehr früh eine soziale Ader, die er in dieser Form dann durchlebt hat und auch damit natürlich seine politischen Erfahrungen verarbeitet hat. Und so ist er dann in diese Rolle des Psychologen und dann später auch des Sozialpsychologen gekommen, als er dort eben auch Alexander Mitscherlich, seine ganz wichtige Figur für ihn und auch für die Bundesrepublik, dort kennengelernt hat, den großen Sozialpsychologen. Und so ist er eigentlich in der Verarbeitung seiner Erfahrung über die soziale Frage und die auch ein Stück weit die politische Frage zu diesem Sozialpsychologen geworden, der er dann in den 60er Jahren war. Und in den 60er Jahren kommt dann eine neue Bewegung auf aus den Reihen der Studenten heraus und Peter Brückner ist ja vielleicht so jemand, der diese Bewegung begleitet hat, der ja Debattenbeiträge zu dieser Bewegung geliefert hat, der diese Bewegung aber auch versucht hat einzuordnen und vielleicht auch ja zu kritisieren. Hans-Jürgen Krahl, über den wir hier in der Sendung ja auch später noch sprechen werden, der hat den antiautoritären Protest, der dann ab ja, Mitte, Ende der 60er Jahre aufkommt, der hat diesen antiautoritären Protest als Trauer um den Verlust bürgerlicher Individualität beschrieben, als Trauer um den Verlust von bürgerlichen Freiheiten und Verkehrsformen.
Peter Brückner hatte da ja vielleicht eine ähnliche Einschätzung. Ich habe ein Stichwort von ihm gelesen, wo er ja die Protestbewegung als Renaissance des bürgerlichen Bewusstseins beschreibt. Die 68er-Bewegung als eine Bewegung von bürgerlichem Bewusstsein zu beschreiben, das klingt heute vielleicht nicht so gewohnt, weil die 68er eher als antibürgerlich oder als Bürgerschreck so eingeordnet werden. Was hat denn Brückner damit gemeint, dass er ihnen ein bürgerliches Bewusstsein zugeschrieben hat? Also für Brückner, genauso übrigens wie für Kral, war das jetzt kein Begriff der Distanzierung, sondern ein analytischer Begriff. Und bei beiden, aber vor allen Dingen natürlich bei Brückner, geht es darum, eigentlich zu verstehen, was diese Revolte im weitesten Sinne des Wortes um 68 herum historisch betrachtet gewesen ist. Und hier hat er in der Tat das sehr formuliert, schon früh formuliert und 65 schon damit begonnen, aber 67 dann zusammen in dem Buch mit Agnoli über die Transformation der Demokratie hat er das sehr ausführlich begründet, dass er wirklich gesagt hat, wenn man diese Revolte, die sich dort begann abzuzeichnen, historisch verstehen will, muss man eigentlich auf die frühbürgerlichen Ursprünge zurückgehen. Und das frühbürgerliche Programm war ja klassischerweise ein aufklärerisches, ein sehr radikal-demokratisches Programm von durchaus sozialgeschichtlichen Bürgern, also und das findet er eben 68 wieder. 68 war ja erstmal keine proletarische Revolte, sondern eine Revolte der jungen Bürgerkinder an den Universitäten. Und Brückner sagt, das ist kein Zufall. Sie versuchen hier unter den Bedingungen dieser formierten spätbürgerlichen Gesellschaft, wie das damals hieß, also den autoritären Verhältnissen, versuchen diese jungen, aus dem Bürgertum kommenden Leute sozusagen das frühbürgerliche, radikal-demokratische Programm zurückzuerobern. Und das war eben Aufklärung. Das war die Befreiung des Individuums aus den Zwängen dann eben der spätkapitalistischen formierten Gesellschaft. Und das versteht er eigentlich unter diesem bürgerlichen Bewusstsein, dass hier die bürgerliche Gesellschaft unter diesen spätbürgerlichen Verhältnissen quasi Teile derselben revoltieren, um zurück irgendwie zu kommen an diese frühbürgerlichen Emanzipationsversprechen. Und das macht diesen Begriff aus. Und das ist in der Tat analytisch sehr interessant, weil es quer steht eben auch zu diesen klassischen linken Distanzierungsritualen. Entweder ist es eine bürgerliche Revolution oder ist es eine sozialistische Revolution. Und Brückner versucht eigentlich beides aufzuzeigen. Er versucht eben diese Dialektik von beidem aufzuzeigen. Und das ist eine analytisch betrachtet ausgesprochen spannende Geschichte, weil es eben nicht verbunden ist mit einer Denunziation, sondern eigentlich eben mit einer Lobpreisung dessen, weil er eben davon ausgegangen ist, ja, aber wenn man diese radikal-demokratischen, antiautoritären Impulse weitertreiben will, dann muss man eigentlich zwangsläufig zum Sozialisten werden, weil diese Freiheit des Individuums ist eben auch nur in einer befreiten Gesellschaft und eben auch in einer sozial befreiten Gesellschaft möglich. Und hier deutet sich an, dieser Spagat, dieser analytische Spagat zwischen demokratischer und sozialistischer Revolte. Und das ist eine sehr, sehr spannende analytische Sache, die er dann auch später durchgezogen hat, bis zum Ende der 70er Jahre als Analyseinstrument. Die anti-autoritären Impulse weitertreiben, das ist das Stichwort, das du genannt hast, und beschreibt ja vielleicht auch so ein bisschen das Vorhaben von Peter Brückner auf der theoretischen Ebene. Du hast da einen Text über Peter Brückner geschrieben, wo du gesagt hast, dass Peter Brückner seinem eigenen Selbstverständnis nach an einer vorrevolutionären Theorie gearbeitet hat. Was heißt das denn vorrevolutionär? Wie hat Peter Brückner, also das ist die Frage, die sich ja dann vielleicht da anschließt, wie hat Peter Brückner die Möglichkeiten von einer Revolution in den 60er Jahren gesehen? Also er war sicherlich kein Mensch oder kein Denker und Analytiker, der die unmittelbar bevorstehende Möglichkeit einer wirklichen Revolution, geschweige denn einer sozialistischen Revolution in den 60er Jahren gesehen hat. Nichtsdestotrotz hat er aber eben gesehen, diese Gesellschaft ist autoritär formiert und sie muss sozusagen überhaupt erst aufgebrochen werden, wieder liberalisiert, demokratisiert werden. Und wenn das geschieht, dann kann sich auch daraus etwas Weitergehendes entwickeln. Das heißt, vorrevolutionär ist auch hier ein analytischer Begriff. Er sagt, wir müssen in dieser autoritär formierten Gesellschaft erstmal wieder dahin kommen, so etwas wie Revolution denkbar zu machen und überhaupt auch dann über die einzelnen studentischen Kreise zu verbreiten hin auch zu der Arbeiterschaft, zu der Arbeiterklasse.
Und da spielt das für ihn eine Rolle zu sagen, hier sind es Minderheiten, erstmal gesellschaftliche Minderheiten, marginalisierte Gruppen, Jugendliche, Studenten, Lehrlinge, die fangen an, sich zu politisieren, sich zu radikalisieren, und damit geben sie eben auch der Mehrheit, also der arbeitenden Mehrheit, Modelle an die Hand, dass die selber sich in Bewegung setzen. Und insofern Vorrevolutionstheorie nicht im Sinne einer Nicht-Revolutionären, sondern sozusagen hier im Sinne, dass damit überhaupt etwas in Gang gesetzt wird, wo es dann zu einem späteren Zeitpunkt eben auch weitergehen kann, eben auch zu einer wirklichen, eventuell wirklichen Revolution sich entwickeln kann. Aber er hat sicherlich nicht in Konstellation von Jahren gedacht, sondern eben durchaus länger. Und das meint das in meinen Augen. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wie Peter Brückner sich auf den antiautoritären Protest bezogen hat, wie er Impulse der Revolte aufgegriffen hat und auch versucht hat, ja sozusagen einzubetten eben in diese vorrevolutionäre Theorie. Wie war es denn andersrum? Inwiefern wurde denn Peter Brückner auch ja rezipiert von der Bewegung damals, von den Studenten, von den Lehrlingen, von der Bewegung, die da aufbrach? Er galt sicherlich nicht als jemand, der vergleichbar wie Adorno und Horkheimer war, also schon allein vom Alter nicht, die schon gesetzte Theoretiker waren und zu denen man sozusagen hochguckte. Er war schon eher so der große Bruder, und insofern wurde er in diesem Sinne jetzt nicht besonders autoritätshörig, wie ich mal in Anführungszeichen sagen, rezipiert. Aber er wurde natürlich auf jeden Fall wahrgenommen, und er wurde eben als Teil der Revolte wahrgenommen, was er ja auch eher war. Er war jetzt nicht einer der Väterfiguren, sondern eben der großen Brüder. Und er spielte als solche schon eine große Rolle, weil er war einer von denen, er war ja ein ordentlicher Professor seit 67, also er war durchaus ein Mann des Establishments, aber einer, der sich mit dieser jungen Generation eindeutig solidarisiert hat. Und insofern wurde er natürlich auch wahrgenommen, er wurde sehr geschätzt, er hat veröffentlicht, vor allen Dingen dann in den Publikationen eben der jungen Generation und der Neuen Linken. Also er wurde als Teil der Neuen Linken wahrgenommen und als solcher auch wurde sich mit seinen Sachen auseinandergesetzt. Aber er ist nicht groß schulenbildend, hat er da nicht gewirkt. Aber er war eben auch nur einer von vielen Sozialpsychologen. Es gab eben auch andere, die durchaus mit ihm zusammen, dann Alfred Kroffwürzer sozusagen, zusammengearbeitet haben. Also er war einfach ein Teil und er wurde als solches, als Teil auch wahrgenommen. Seine Bücher hatten große Auflagen. Sie wurden intensivst gelesen. Und er war ja auch in den 70er Jahren dann von der staatlichen Repression betroffen. Es gab Kampagnen für ihn. Also er war einfach ein Teil dieser Bewegung. Das ist ja auch eine Besonderheit bei ihm gewesen, dass er jemand, der eigentlich schon ein Teil des Establishments war, mit 68 zum Teil auch der Bewegung wurde und auch sein ganzes Denken auf diese Bewegung hin ausgerichtet hat. Und als solches wurde er rezipiert, aber eben jetzt nicht in einer besonderen Art und Weise. Peter Brückner als ein kritischer Denker, der Teil der Bewegung gewesen ist, das scheint mir auch tatsächlich das Charakteristische an Brückner zu sein, dass er eben sich sehr lustvoll eingemischt hat, in die Debatten geführt hat und dabei auch parteiisch gewesen ist. Auf der anderen Seite kommt es mir so vor, das hatte ich ja vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, dass er ja trotzdem auch immer so ein bisschen eine kritisch-reflexive Distanz zur Protestbewegung bewahrt hat. Inwiefern würdest du das denn bestätigen? Und wenn das so ist, gab es denn konkrete Kritikpunkte, die er auch hatte an der Bewegung, die um ihn herum da war? Das möchte ich auf jeden Fall bestätigen. Also er war ein durchaus kritischer Denker. Er war eben vielleicht auch aufgrund dieser Rolle, dass er älter war und nicht wirklich ein Kind dieser Bewegung, hat er sich auch die Freiheit genommen, sozusagen das sehr früh genau zu beobachten, was dort stattgefunden hat in diesen einzelnen Bewegungen, hat das beobachtet und hat das analysiert. In der Tat, das Besondere bei ihm ist, ich kenne keinen anderen Denker, selbst der 68er, die so ausschließlich wie er ihr ganzes Schrifttum darauf abgelegt haben, sozusagen diese Bewegung zu analysieren. Also alles, was er geschrieben hat ab 67, 68 bis Anfang der 80er Jahre, ist keine wissenschaftliche Produktion im üblichen Sinne, dass er irgendwelche Bücher über irgendwas geschrieben hat, sondern alles, was er geschrieben hat, sind Analysen dieser Bewegung. Aber eben kritische, durchaus distanzierte. Und da hat er sich trotz aller Solidarisierung hat er von Anfang an bestimmte negative Tendenzen auch immer versucht zu thematisieren. Genau in dem Sinne zu sagen, in dieser Anti-Autoritären-Revolte steckt vieles Unterschiedliches drin und man muss auch unterscheiden zwischen diesen vielen Unterschiedlichen. Man soll das nicht über einen Leisten schlagen, man soll das nicht auch einheitlich nur loben oder einheitlich ablehnen, sondern man soll genau gucken unter einem emanzipativen Blickwinkel, was es treibt weiter und was geht zurück. Und insofern hat er das sehr früh analysiert.
die ganzen sozialen Bewegungen, die mit 68 entstanden sind, die Dogmatisierungsprozesse in den K-Gruppen hat er intensivst beobachtet und beschrieben, aber auch kritisiert. Dann natürlich den bewaffneten Kampf der RAF und der Bewegung des 2. Juni, also den sogenannten Terrorismus, hat er sehr früh beschrieben, dargestellt, in vielem durchaus wohlwollend, aber wenn man genau hinguckt, ausgesprochen kritisch. Und er hat eigentlich das gemacht, was später oder mit dem Begriff der kritischen Solidarität belegt wurde. Das heißt, er hat sich immer solidarisch mit diesen, er hat sich als Teil der Bewegung gesehen, solidarisch erklärt, aber gleichzeitig auch versucht sozusagen in alle verschiedenen Bewegungen ihren Stärken hervorzuheben, aber er hat nie hinterm Berg gehalten mit dem, was er für problematisch erachtet. Und wenn man das heute liest mit einer gewissen Distanz, ist man sogar überrascht, dass jemand wie er, der beispielsweise als ein Freund der deutschen, westdeutschen Terroristen galt von Staats wegen. Aber man ist überrascht, wie scharf er eigentlich in seinen Schriften diese ganze politische Strategie des bewaffneten Kampfes kritisiert hat von Anfang an. Also es ist beides auf ganz eigenartige, interessante Vermischungen in seinem Werk enthalten. Und das ist natürlich auch die Besonderheit seines Zugangs und auch seines Werkes. Er war eben kein Lobhudler, er war aber auch keiner, der sich verabschiedet hat, sondern er war mittendrin und hat aber versucht, immer auch Positionen zu beziehen. Du hattest auch schon erwähnt, dass die solidarische Kritik, die Peter Brückner am bewaffneten Kampf formuliert hat, dass das dann wiederum dazu geführt hat, dass er selber in das Visier der Repressionsbehörden geraten ist. Was hatte er denn da für Probleme, Auseinandersetzungen mit dem Staat von staatlicher Seite? Er ist in den 70er Jahren zweimal, also 1972 und dann 1977, auf längere Zeit suspendiert worden von seinem Job als Hochschullehrer. Und im ersten Fall war es, weil er damals zu Anfangszeiten der RAF die ihm persönlich wohlbekannte Ulrike Meinhof ihr sozusagen auf ihrer Flucht Unterschlupf gewährt hat. Und das war natürlich wie der westdeutsche Staat das gesehen hat, ein Sympathisantendienst und eine Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Und hat ihn deswegen suspendiert. Er hat dagegen erfolgreich geklagt, aber ist dann später, 77, wieder in einer ähnlichen Geschichte sozusagen nochmal suspendiert und dann dauerhafter suspendiert worden, weil er damals im heißen Herbst 77, zu der Hochzeit, also der Auseinandersetzung, eben den sogenannten Buback-Nachruf des Göttinger Mescaliero nochmal neu mit herausgegeben hat. Und das war sozusagen auch hier ein vermeintlich staatsfeindlicher Akt. Und da ist er dann auf Dauer von seiner Hochschultätigkeit suspendiert worden. Also er galt in den deutschen Medien und beim deutschen Staat als ein Förderer und Sympathisant dieser Terroristenszene. Der sachliche Hintergrund ist, dass er sich nicht von ihm distanziert hat, dass er sie als Teil der 68er, Post-68er Bewegung angesehen hat. Aber wie gesagt, wenn man genau hinhört, wenn man genau seine Schriften liest, hat er eine der schärfsten Kritiken überhaupt formuliert an dieser politischen Strategie. Und das ist ja auch durchaus bei Führungskadern der RAF auf sehr böse Gegenliebe sozusagen gestoßen. Zeigt vielleicht auch so ein bisschen an, wie irrational die Auseinandersetzung dann in den 70er Jahren geworden ist von staatlicher Seite, wenn man beachtet, dass der Mescaliero-Brief, den du ja schon angesprochen hattest, das ist dieser Brief, wo dieses berühmte Schlagwort von der klammheimlichen Freude halt irgendwie auftaucht, aber was ja eben ein Text ist, der geschrieben wurde, um die RAF zu kritisieren und auch zu kritisieren, dass die RAF über Leichen geht, dass der Weg zur Emanzipation nicht mit Leichen gepflastert werden kann. Auf sowas reagiert man dann von staatlicher Seite in den 70er Jahren mit voller Härte. Bei dem Online-Magazin Globkult hast du einen Text über Peter Brückner geschrieben, den ich an dieser Stelle auch nochmal empfehlen möchte. Und in diesem Text schreibst du dann über den späten Brückner, dass seine Texte, so von den 70er, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, dass diese Texte dann eine gewisse Nähe zum postmodernen Denken bekommen. Das ist ja diese Zeit auch in Deutschland, wo langsam die postmoderne Philosophie eine Verbreitung findet, die French Theory, die sozusagen mit den neuen sozialen Bewegungen auch so ein bisschen einhergeht. Inwiefern war denn Peter Brückner tatsächlich dann ein postmoderner Denker? Ja, das natürlich nicht unbedingt im Sinne, so wie wir das heute meistens so verstehen, sondern da muss man wirklich in die Anfänge zurückgehen. Also Peter Brückner hat sehr genau beobachtet, nicht nur was in Deutschland passiert, sondern auch in anderen Ländern. Er hatte enge Kontakte auch nach Frankreich und so weiter und so fort. Und ich habe es ja schon gesagt, für ihn war inhaltlich das Wichtigste eben
diese, ich würde es mal so jetzt mit diesem Schlagwort benennen, diese Dialektik von demokratischem und sozialistischem Kampf, der sich aus dieser Revolte von 68 als europäische, als weltweite Revolution Revolte entwickelte, sondern dieser Dialektik auf die Spur zu kommen. Und bei allen Zusammenhängen ist es eben eine sehr widersprüchliche Sache. Der demokratische Kampf ist ein Aneignungskampf gegen Autoritäten, gegen Hierarchien, und der sozialistische Kampf geht natürlich darüber hinaus. Das ist ein sozialer Kampf um eine andere Gesellschaft. Und bei allen Zusammenhängen gibt es hier eine latente Spannung. Und diese Spannung durchzieht natürlich auch die Analysen von Brückner. Und es gehört dazu, natürlich diesen Zusammenhang zu denken. Das war sein Ansatz. Nun ist aber Ende der 70er Jahre die Entwicklung so gewesen, dass diese neue Linke der 70er Jahre für die meisten schon sehr spürbar deutlich eigentlich in eine starke Krise, in eine Niedergangskrise geraten ist. Also die neue Linke war faktisch weitgehend am Ende der 70er Jahre. Und für jemanden wie Brückner, der sozusagen so stark darauf fokussiert hat, war natürlich die Frage, was heißt das jetzt wiederum historisch? So, und hier hat er dann begonnen, es gibt Tendenzen in diesem Spätwerk, diese demokratischen Kämpfe gegen die sozialistischen Kämpfe sozusagen, sie gegeneinander auszuspielen. Nicht unbedingt gegeneinander auszuspielen, aber erstmal gegeneinander zu stellen. Und das ist natürlich, wenn man das jetzt ideengeschichtlich betrachtet, das versteckt sich hinter diesem Übergang zum Postmodernismus in den 80er Jahren, dass hier dann diese jungen radikalen Intellektuellen eben endgültig gezweifelt haben daran, dass es wirklich so etwas wie eine sozialistische Möglichkeit gibt und dass also diese revolutionären sozialistischen Tendenzen in dieser neuen Linken eigentlich zunehmend in Frage gestellt wurden. Und übrig bleibt dann eben noch der radikaldemokratische Kampf, und das ist der radikaldemokratische Kampf von Minderheiten, von marginalisierten kleinen Gruppen sozusagen, diese Aneignungskämpfe. Und das ist etwas, was Brückner nicht nur gesehen hat, sondern ein Stück weit auch theoretisiert hat. Und wo es ein bisschen unklar ist oder offen ist, wie er sich dazu verhalten hätte, wenn er hätte länger leben können. Er ist ja 82 schon gestorben. Aber er macht also sozusagen die Ideenentwicklung mit, die damals zum Postmodernismus der 80er Jahre führt. Und dahinter versteckt sich eben die Verselbstständigung dieser radikaldemokratischen Kämpfe von Minderheiten gegen und unabhängig von einem Ziel an sozialistischer Revolutionierung der gesamten Gesellschaft. Und das ist etwas, was man bei Peter Brückner interessanterweise auch findet. Er ist einer der Ersten, der damals Ende der 70er Jahre den Begriff des Posthistoire benutzt. Und das ist diese analytische Kategorie, mit der dann eben auch der Postmodernismus sich gegen die eigenen sozialistischen Tendenzen wendet in den 80er Jahren. Also das kann man bei ihm entdecken, aber er ist auf jeden Fall nicht, er ist kein Vordenker der Postmoderne, so weit würde ich nie gehen, sondern, aber er hat das eben drin. Er hatte, und das zeigt eben die Aktualität seines Denkens, dass er so früh schon kapiert hat, hier bricht etwas fundamental um im Übergang zu den 80er Jahren. Und das ist dieser Widerspruch, der dann wirklich zum Widerspruch wird zwischen demokratischen Kämpfen und sozialistischen Kämpfen. Und dahinter steckt natürlich der Niedergang der Neuen Linken.